Ich habe Post bekommen vom Leon und der hat gesagt, Guido, du musst unbedingt einen meiner Mitarbeiter reinlegen. Das ist ja kein Problem. Er ist nur zu spät. Er hat gerade angerufen und gesagt, ich finde keinen Parkplatz. Ich verstehe das gar nicht. Hier sind zwei wunderbare Parklücken frei. Ah, da kommt er gerade. Jetzt wird mir einiges klar. Ich glaube, wenn du mit dem Wagen umdrehen willst, das ist Wenden in 38 Zügen. Leon, grüß dich, ich bin der Guido. Hi. Hi, Guido. Können wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten? Natürlich. Wo? Ich habe ja Büro mitgebracht. Ach, im Büro, bitte, im Büro, natürlich. Bitte schön. So ein bisschen Platz, ne? Da passen noch ein paar rein. Es geht ja um deinen Fahrer Eugen. Was ist denn das so für ein Typ? Der Eugen ist derjenige, der immer Spruch auf dem Lippe hat und macht immer wieder Leute verarschen, zum Beispiel wie mich. Er hat ja Auftrag von mir gehabt und statt der Auftrag zu machen, macht er natürlich eine Privatfahrt mit seiner Freundin. Ach, so ein Typ ist das. Was fahrt ihr alles mit so einem Auto? Wir fahren natürlich auch Junggesellenabschied und Geburtstagpartys, alles was dazu gehört. Machst du auch Hochzeiten? Auch natürlich. Ja, das wäre ja super, weil zufälligerweise heiraten nächste Woche zwei meiner Lockvögel. Was hältst du davon, wenn wir den Eugen als Fahrer organisieren? Das finde ich super. Das wird er nie wieder vergessen. Alles klar, dann machen wir. Ja. In diesem Freiburger Hotel soll die Lockvogel-Hochzeit stattfinden. Mit Olli und Caro als glücklichem Brautpaar. Gunther gibt uns den Trauzeugen und Klaus den Brautvater. Für die kirchliche Trauung ist die Kapelle auf dem Tuniberg reserviert, keine 10 Fahrminuten vom Hotel. Aber halt, die muss ich auch noch vorstellen, Brautpaar Nummer 2. Sie ist nicht ganz so blond wie unsere Caro, klar, bei dem Papa. Also, die Zutaten für unser Verwirrspiel sind da und Eugen fährt vor. So, also ich wäre jetzt quasi der Bräutigam, hallo, hallo. Häfinger. Das ist ja ein tolles, langes Auto. Ja. Ich hätte nicht geglaubt, dass das wirklich so lang ist. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Mein Trauzeuge hat ein bisschen Verspätung. Der kümmert sich dann um die Blumenausstattung fürs Fahrzeug. Ah. Und dann würde ich sagen, wir schließen das Auto ab und wir gehen schnell kurz auf den Kaffee. Aber während die beiden noch kurz ein Käffchen trinken, kommt auch schon Trauzeuge Gunther ums Eck. Mit Blumenschmuck und wichtig Akkuschrauber. Kurz darauf kommt Eugen zurück zu seinem heiß geliebten Auto. Hallo? Ach, schrecken Sie mich nicht. Entschuldigung, was machen Sie denn da? Ich bin der Trauzeuge. Ja. Ich bin hier verantwortlich für den Schmuck und mache den auf dem Auto und mache das fest. Wissen Sie, was das ist? Eine Motorhaube. Ja, und warum hauen Sie Schraube rein? Ja, damit der Schmuck hält. Ich muss es doch festmachen. Ja, nicht doch mit Schrauben. Ja, mit was? Hält doch am besten. Ich hatte schon mal eine Hochzeitsgesellschaft, wo ich mitgefahren bin. Da haben wir das anders festgemacht, das ist weggeflogen. Mit der Schraube sind Sie noch ganz sauber, oder was? Ich bin der Trauzeuge, ich habe die Verantwortung. No, nicht doch mit Schraube. Das ist ein Auto. Mit Na, aber, wie, aber das hält. Entschuldigung, man haut keine 5 Schrauben rein und Motorhaube. Geht's noch? Oder ich komme. Hallo Gunnar! Hallo! Ja, seid ihr schon fertig? Ja, bin fertig geworden. Hat sich ein bisschen verzögert, aber es ist toll geworden. Schön! Schön sieht's aus. Ist toll geworden. Der Schraube und Motorhaube rein. Mensch Gunnar! Was? 1, 2, nein, das wird teuer. Aber ist doch egal, sieht schön aus, ist doch super. Ja, weil es hält, oder? Aber man haut doch nicht ins Blech Schrauben rein. Das ist eine Limousine, das ist doch keine Schrottkiste, hallo? Ja, aber wieso machst du da 5 Schrauben rein? Da machen es doch 2. Ja, gar keine Schraube, hallo, das ist ein Blech. Oder eine. Gar keine. Wieso? Wie würden Sie sich fühlen, wenn man Ihrem Auto Schraube reinschraubt? Ja, aber schau ja aus wie ein Auto. Ich würde es genauso machen, es muss ja halten, wir müssen ja fahren, es fällt das uns runter. Also, die habe ich im falschen Film. Wieso? Ja. Jungs, es geht gerade mal um irgendeine Motorhaube, es geht um unsere Hochzeit. Los ja, wir fahren jetzt mal nach oben, ja. Ne? Die warten schon alle. Ja, Schatz, ich mach dir die Tür. Ich komme gleich, ich hab die Ringe übrigens auch, ne? Die hab ich. Du hast sie. Okay, jetzt machen wir mal, die warten. Komm jetzt. Ja. Der Eugen ruft an. Ja, hallo? Leon, was geht denn hier ab? Was soll da abgehen? Trauzeuge haut Schrauben in Motorhaube rein. Wie Schraube im Motorhaube? Ja, wie Schraube? Druckschraube. Einfach so reinkommen. Mit Blumenstrauß. Du musst doch aufs Auto aufpassen. Ich werde, die können mich mal, aber richtig. Mach den Auftrag fertig. Das ist der sehr wichtige Kunde. Ciao. Ja, ciao. Oben am Tuniberg wartet schon Brautvater Klaus samt Blaskapelle sehnsüchtig auf seine Tochter. Okay, er kommt. Musik, Musik! Was ist das? Wo haben Sie uns denn hingefahren? Kommen Sie aus dem Hotel. Meine Tochter ist blond. Sie haben das falsche Brautpaar eingeladen. Meine Tochter ist blond. Wo haben Sie uns denn hingebracht? Ja? Nein, ja, wo sind wir denn hier? Da wusste mein Papa. Sie sind doch unser Fahrer. Gar nichts. Können Sie bitte runterfahren ins Hotel und bitte meine Tochter bringen? Häfinger ist mein Name, bitte. Da haben Sie sich irgendwie getäuscht. Meine Tochter ist blond. Ja, das weiß ich auch. Und warum ist jetzt... Ja, das frage ich mich auch, was Sie da drin... Gut, dann fahren Sie zurück, parken Sie schnell. Ich würde sagen, wir fahren einfach runter. Ja, danke. Meine Tochter ist blond. Blond. Während Eugen vorne heimlich an seinem Verstand zweifelt, geht hinten das Pärchentauschspiel in die zweite Runde. Das ist zum Glück eine große Limousine mit einem großen Kofferraum. Und Eugen sitzt so weit vorne, dass er gar nichts mitbekommt. Hinten wird getauscht, vorne wird scharf nachgedacht. Und keine 4 Minuten später ist alles klar. Ein richtig großes Auto hat einfach seine Vorteile. Aber wir wollten doch zur Kapelle. Bitte? Wieso? Ist das jetzt die Retourkutsche von diesen Schrauben? Wir wollten ja ganz klar vom Hotel jetzt zur Kapelle fahren. Wir heiraten doch heute. Sie wollten uns doch gerade zur Kapelle fahren, hat doch mein zukünftiger Mann vorhin zu Ihnen gesagt. Ich komme gerade von oben, es war ein falsches Bräutpaar. Also, wir haben jetzt wirklich nicht so viel Zeit. Vielleicht könnten Sie uns jetzt einfach zu der Kapelle fahren. Jetzt wird es mir langsam zu blöd, oder? Was? Moment. Ich steig mal kurz ein. Wir sind doch gerade von hier gestartet, oder? Du, ich bin noch normal. Das ist heute meine Hochzeit, unsere Hochzeit. Ich war doch gerade oben, was hast du drin? Wir wollen ja nur zur Kapelle. Bitte fahren Sie uns einfach zur Kapelle, da wartet die ganze Hochzeitsgesellschaft. Wer will schon einem Hochzeitspaar den schönsten Tag im Leben vermiesen? Deshalb macht sich Eugen noch einmal brav auf den Weg nach oben zur Kapelle. Nee, ich glaube, ich spiele. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ich bin Abdul. Hallo. Hallo. Ich bin Brautvater, ja. Von meiner Tochter. Ja. Hallo. Hallo, jetzt aber. Hallo. Oh no. Wer sind Sie? Wo ist die Musik? Keine Ahnung. Wo ist meine Tochter, bitte? Ich war vorhin oben, da steigen andere Personen ein. Ich soll die richtige abholen jetzt. Sonst bin ich mich falsch gefühlt. Meine Tochter war doch schöne Tochter, bitte. Ah, einen kleinen Moment. Ist das hier die richtige Kapelle? Ich war ja selber noch nicht hier. Nach Plan, ja. Ja? Bitte gehen Sie ins Hotel, holen Sie meine Tochter. Ich gehe jetzt nicht mehr runter. Eins, was sicher ist. Naja, so sicher war das dann doch nicht. Natürlich fährt Eugen nochmal nach unten, wo ein verzweifelter Trauzeuge auf sein Brautpaar wartet. Mal schauen, wer jetzt aussteigt. Das ist nicht meine Hochzeitsgesellschaft. Nee, nee, das ist nicht meine Cousine. Wie kommen Sie in die Limo? Auf dem Fliege sind. Wo ist mein Papa? Ja, das würde ich gerne wissen. Dein Papa steht oben in der Kapelle. Wie in der Kapelle? Aber da waren wir doch, da war er doch nicht. Natürlich war er. Ich komme gerade von oben, Ihr Papa stand da. Ich verstehe gar nichts mehr. Und wer sind Sie? Na, mit dem will ich gar nicht reden. Warum? Warum willst du mir nicht mitreden? Offensichtlich gibt es zwei Hochzeitsgesellschaften. Das muss doch zu klären sein. Machen Sie doch irgendwas, bitte. Einmal hoch und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, hoffentlich. Ja, ist mir egal, wer jetzt aussteigt oder einsteigt. Vielen Dank. Was macht ihr jetzt heute? Musik! Das gibt's doch nicht. Musik aus. Danke. Wir warten auf die Brautpaare. Dankeschön. Caro, mein Liebling. Hey! Oh, ist das süß. Das ist das süß. Da sind sie ja endlich. Haha, grüß dich. Gunther! Hallo. Gunther, wir haben uns jetzt einfach überlegt, dass wir die Hochzeit gemeinsam ausrichten. Sie haben es geschafft? Sie haben es geschafft. Dann werde ich verarscht. Ich heirate Sie nicht? Nein, nein, keine Ahnung. Ich sage einfach nur ganz herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß?